Die mediale Stimmung der nächsten Tage wird sich sehr wahrscheinlich als eine Bullenfalle herausstellen. Denn was wir bisher in den letzten 3 Wochen gesehen haben, das war letztlich nur eine etwas größere Konsolidierung, aber noch keine echte Korrektur. Zumal eine Korrektur nie in einem Satz nach unten durchläuft, es kommen immer wieder Zwischenerholungen. Und genau so eine haben wir seit gestern gestartet. Wie weit kann diese Zwischenerholung im DAX und im Euro Stoxx 50 laufen? Das zeige ich dir in diesem Video. Trotzdem, das ist jetzt eine Frage von ein paar Tagen und dann sollten wir aller Voraussicht nach in die nächste Welle einer wirklichen Korrektur auch einlaufen. Das ist auch nur gesund nach den steilen Anstiegen der letzten 5 Monate. Wo könnte so eine Korrektur wirklich in den nächsten Wochen enden und wie lange dauert sie? Auch das sage ich dir in diesem Video für DAX und für Euro Stoxx 50. Gleichzeitig zeige ich dir aber auch, warum die Zinsen auch in Europa nicht so stark sinken werden, wie das die Kapitalmärkte momentan immer noch glauben und warum das deshalb auch ein Belastungsfaktor für den Aktienmarkt bleiben wird. Zuvor lade ich dir aber ein, abonniere den Kanal hier unter dem Video. Wir stehen ja weiterhin vor wirklich faszinierenden, spannenden, aber auch Herausforderungen, Wochen und Monaten an der Börse. Und da begleite ich dich sehr, sehr gerne durch diese Zeit. Der Blick zunächst zurück auf die letzte Woche. Da sehen wir viel Gelb, die Wirtschaft in Deutschland rot, in Europa immerhin gelb. Die Charts zeigen uns gelbe Ampeln in Deutschland, aber grün in Europa. Also in Summe sehen wir Europa etwas besser als Deutschland. Schauen wir mal, wie es in der aktuellen Woche aussieht. Und da sehen wir, es hat sich verbessert. Die Wirtschaft in Deutschland sieht gar nicht mehr so schlecht aus. Die Ampel ist auf Gelb gesprungen. Wie das zustande kommt, das schauen wir uns sofort an. Starten wir also mit dem wirtschaftlichen Umfeld, jetzt Deutschland, aber auch Europa, mit einer gelben Ampel. Also das heißt, die Wirtschaft in Deutschland und Europa, die hält sich auf. Und dazu ein paar Fakten. Schauen wir also zunächst einmal hier auf die Einkaufsmanager-Indizes, ganz frisch von heute Morgen für diesen April. Und da sehen wir, der Gesamtindex Europa 51,4 ist gestiegen gegenüber dem Vormonat, und zwar deutlich höher als die Erwartungshaltung. Also hier sehen wir, das ist Wachstum, das zeigt, dass es eben hier in Europa schon wieder aufwärts geht mit der Wirtschaft. Deutschland sehen wir hier ganz unten und da sehen wir den Composite, also den Gesamtindex bei 50,5 und damit einen riesengroßen Sprung von den 47,7 aus dem Vormonat und damit auch wieder über der Wachstumsschwelle von 50, also die deutsche Wirtschaft auch hier wieder am Kommen. Wie setzt es sich zusammen? Nun, es ist eine ganz, ganz klare Zweiteilung hier. Es sind die Dienstleister hier in Europa. Wir sehen es, Europa 52,9 Dienstleistung, Deutschland Dienstleistung 53,3, sogar noch höher. Auch Frankreich 50,5 im Dienstleistungsbereich. Also die Dienstleister sind es, die hier treiben. Klar, es gab zuletzt in vielen Branchen, in vielen Firmen kräftige Lohnerhöhungen. Das kommt den Leuten zugute. Sie haben also damit wieder mehr Kaufkraft, sie konsumieren und was konsumieren sie? Vor allem eben die Dienstleistungen. Auf der anderen Seite sehen wir, dass es der Industrie nach wie vor nicht gut geht. Gesamt 45,6 in Europa hier für die Industrie, schlechter als im Vormonat, schlechter als die Erwartung. Ähnliches in Deutschland, von 41,9 auf 42,2, ein minimaler Anstieg, aber schlechter als die Erwartung. Und auch Frankreich mit 44,9. Deutlich unter 50, also das heißt, die Industrie in Europa schrumpft weiterhin. Es sind die Dienstleister, die eben hier den Aufschwung tragen, bedingt durch letztlich die Lohnsteigerungen und damit den Kaufkraftgewinn der Konsumenten. Sicherlich auch ein Teil dazu beiträgt dieses Chart hier, ja, die Finanzierungsbedingungen für Immobilien werden wieder besser. Wir sind zwar immer noch hier eher im negativen Bereich, aber wir sehen hier diesen ganz, ganz deutlichen Aufwärtstrend seit dem 4. Quartal 2022. Also da ging es deutlich nach oben und das ist auch bitter nötig, wie wir es hier sehen, denn der Wohnungsbau ist weiterhin schwach. Die Anzahl der genehmigten Wohnungen seit 2022, seit also dieser Zinsanhebungszyklus in Gang gekommen ist, eindeutig hier abwärts gerichtet. Trotz allem, und das ist wiederum die Kehrseite, die wir beachten müssen, die Wirtschaft in Europa, trotz der hohen Zinsen, sie zieht an. Das haben wir gerade gesehen. Das heißt, die Zinssenkungserwartungen an die EZB, die dürften auch nicht so hoch sein. Ja, wir werden im Juni mit ziemlicher Sicherheit die erste Zinssenkung sehen. Wir werden auch wahrscheinlich noch eine zweite Zinssenkung sehen. Ich vermute mal im September. Würde mich wundern, wenn das schon im Juli der Fall ist. Aber dann, solange die Fed nicht mitzieht
Und solange die Wirtschaft anzieht, was wieder inflationären Druck gibt, mehr als zwei Zinssenkungen kommen da nicht, können gar nicht kommen. Und deshalb, da sind meiner Meinung nach die Kapitalmärkte immer noch viel zu optimistisch, was Europa angeht und Zinssenkungen und irgendwelche Äußerungen aus den Südländern, von den Notenbankpräsidenten der Südländer, die hier 100 Basispunkte Zinssenkung sehen. Ja, die haben schon immer Weichwährung gehabt, aber gerade EZB-Politik ist immer so ein politischer Kompromiss und deshalb, ja, Senkungen ja, aber viele Senkungen werden es erstmal nicht sein. Gucken wir uns die Charts an. Deutschland nach wie vor gelb, Europa nach wie vor grün. Also die Indizes hier in Europa halten sich relativ gut und da habe ich einiges mitgebracht. Das ist nämlich sehr, sehr interessant. Schauen wir uns zunächst mal den DAX wieder hier im großen Bild an. Wir hatten jetzt diese Konsolidierungsbewegung. Es war ja noch nicht mal eine richtige Korrektur. Also bei der Korrektur sprechen wir normalerweise, wenn wir mal so in die Größenordnung 10% Abschlag kommen. Da waren wir aber nicht. Wir haben in der Spitze 5,1% verloren hier im DAX. Rund 900 Punkte. Das ist nichts. Das ist noch lange keine Korrektur. Das ist eine Konsolidierungsbewegung. Und wir sehen jetzt auch hier, wir haben zwar den Aufwärtstrend gebrochen, wir haben aber am 50-Tage-Durchschnitt, der ja so eine mittelfristige Unterstützung darstellt. Dort haben wir uns gefangen und drehen ja auch heute Morgen schon wieder weiter nach oben. Also von daher, im Moment ist da erstmal alles noch in Ordnung. Trotz allem. Und deswegen Bullenfalle. So eine Abwärtsbewegung, so eine Korrektur, die läuft nie, diese 10% einfach nur am Stück durch. Wir haben sie auch letztes Jahr im Herbst gesehen. Das war eine Wellenbewegung. Und genau so wird es jetzt auch wieder sein. Das heißt, in dem Basisszenario, dass es zu einer Wellenbewegung, einer Korrektur kommt, in einer übergeordneten Bewegung, die uns dann, wenn wir es mal aussehen, wirklich in Richtung des 200-Tage-Durchschnitts führen sollte. Das wäre so die Hälfte der Gesamtbewegung, die ich erwarte für den Lauf des Jahres. Ja, ich habe es gesagt, schon mal in den letzten Wochen. Gesamtkorrektur über die nächsten Monate, das ist hier auf dieser großen Bewegung das 61,8% Fibonacci Retracement, das sind über ungefähr 14.400 Punkte. Das erwarte ich aber nicht vor Herbst. Das heißt, davon müssten wir jetzt ungefähr mal so die Hälfte abnehmen in dieser ersten Korrekturwelle. Das kommt ungefähr bis zum 200-Tage-Durchschnitt hin. 16.400, 16.500 Punkte. Wir sehen ja auch diese Unterstützungen mit dem Hochpunkt auch vom letzten Jahr Sommer. Das wäre so für mich die erste wirklich Korrekturwelle, die A-Welle sozusagen. Die laufen jetzt normalerweise in so einer A-B-C-Welle. Aber auch diese A-Welle, in der wir uns jetzt wahrscheinlich befinden, das ist jetzt natürlich nicht in einem Schritt, sondern ich zeige gleich nochmal auf dem nächsten Chart, wie weit das jetzt nach oben voraussichtlich gehen könnte, bevor wir dann die nächste Abwärtswelle sehen sollten eigentlich. Trotzdem, es gibt noch ein kleines Alternativszenario. Es kann auch sein, dass das jetzt einfach nur eine zweite Korrekturwelle ist, innerhalb dieser übergeordneten 5, die ich hier eingezeichnet habe, und dass wir noch einmal komplett nach oben durchstarten. Es würde mich wundern, aber ich kann es nicht ausschließen. Das würde bedeuten, dass wir es also neben dieser Bewegung, die wir im Dezember, Januar gesehen haben und dann der Ausbruch kam, dass das jetzt auch nochmal so eine ähnliche Konsolidierungswelle ist, bevor es dann nochmal komplett nach oben geht. Aber das würde ich als ein Szenario sehen, was wirklich eher untergeordnet ist. Die wahrscheinlichere Variante ist jetzt eine Erholungsbewegung, was schon wieder als Bullenfalle durchgeht und dann entsprechend die Abwärtsbewegung hinunter in Richtung der 16.500 Punkte. Vielleicht in einer verkürzten Variante auch nur bis auf 17.000. Was bedeutet das jetzt für die Erholungsbewegung? Wir haben jetzt hier gesehen, wir sind in der Spitze ungefähr oder knapp 900 Punkte nach unten gelaufen. Eine Erholungsbewegung folgt ja jetzt dem gleichen Muster. Also eine Erholung in dem Bereich 18.000 bis maximal 18.200, das wäre so das Normale, was wir hier eigentlich erwarten müssten. Wir sind heute Morgen bei knapp über 18.000 schon gewesen in diesem Bereich. Also das heißt, hier ist erstmal alles noch im Rahmen und wie gesagt, bis 18.200 kann das hier durchaus ganz normal laufen, noch in den nächsten Tagen. Das ist wirklich etwas von über Tage und von dort aus müssten wir dann eigentlich die nächste Abwärtsbewegung sehen, die uns dann ja in Richtung der 17.000 und dann noch weiter in Richtung der 16.400, 16.500 Punkte tragen sollte. Sehr, sehr vergleichbar das Bild im Euro Stoxx 50, wobei wir da eben hier noch
grüne Ampeln haben, weil wir uns noch in diesem intakten Aufwärtstrend befinden. Der wurde noch nicht gebrochen. Gleichzeitig der 50-Tage-Durchschnitt, der auch hier gehalten hat. Wir drehen schon wieder ein bisschen nach oben. Alles, was ich gerade zum DAX gesagt habe, gilt in gleicher Weise für den Eurostoxx 50. Die ganz übergeordneten Kursziele für letztlich die große Korrektur Richtung Herbst diesen Jahres liegen bei knapp unter 4.000 Punkten. Auch hier März-Tief letztes Jahr, Oktober-Tief letztes Jahr, ungefähr diese Punkte, dass wir die noch einmal anlaufen, also dieses 61,8% Fibonacci Retracement, dieser großen Bewegung der letzten 18 Monate. Und jetzt kurzfristig auch hier ungefähr die Hälfte der Bewegung. Das heißt auch hier bis zum 200-Tage-GD in diesen Unterstützungsbereich hier 4.500 bis 4.600 Punkte. Bis da hinein ungefähr erwarte ich, dass wir korrigieren in den nächsten, ähnlich wie im DAX, 3 bis 5 Wochen. Also wir sollten im Laufe des Mai mit dieser Korrektur, mit dieser ersten Korrekturwelle fertig sein, bevor wir dann ja, Juni, wahrscheinlich bis in den Juli hinein, uns erstmal wieder entsprechend erholen und die B-Welle dieser übergeordneten Korrektur abarbeiten. Kurzfristig zeige ich auf dem nächsten Slide, wo wir eben auch hier wieder diese Gegenbewegung sehen können. Aber wie gesagt, Vorsicht, auch das hier höchstwahrscheinlich eine Bullenfalle. Viele sagen jetzt, ah, das war die Korrektur, wir haben drauf gewartet, jetzt geht es wieder nach oben. Nein, es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass wir noch eine weitere Abwärtsbewegung erstmal sehen. Wie gesagt, ungefähr die Hälfte der ganz großen Bewegung sollten wir sehen, bis 4,5, 4,6 hinunter. Wie sieht der Eurostoxx 50 dann aus? Ja, auch hier, wir haben diese Bewegung gehabt von rund, wir sind ja sogar knapp 5% nur abgegeben und eben hier die Gegenbewegung in den Bereich 4.970 bis 5.030 Punkte. Das wäre normal. Natürlich, wir sind ja heute Morgen schon wieder fast bei 5.000 Punkten auch dran im Eurostoxx 50 bzw. an den unteren 4.970. Das kann ich kaum mehr einsteigen. Da müsste ich wirklich auf ganz, ganz, ganz kurze Zeitfenster gehen, um das nach oben noch zu traden. Das ist dann eher was für Daytrader, aber für den wirklichen Investor, der mittel- bis langfristig investiert, ist das erstmal nichts, sondern hier ist es wirklich, diese Zone zu nutzen, sobald wir die erreichen. Wenn du noch Aktien hast, eher dort Cash weiter aufzubauen, das zum dieses Geschenk zu nutzen und dann einfach mal abzuwarten. Denn wie gesagt, ich rechne damit, dass wir hier noch mal deutlich runterlaufen in den Bereich 4.500, 4.600 Punkte und dort ist dann erstmal wieder mehr kaufen angesagt. Das Sentiment ist weiterhin gelb und es unterstützt eigentlich genau das, was ich gesagt habe. Schauen wir hier mal ein bisschen in die Details hinein. Die Anlegerstimmung ist jetzt relativ neutral, also passt zur gelben Ampel. Und wie schreibt hier Sentix, in Deutschland könnte es noch etwas dauern, bis der DAX ein Plateau erreicht hat, welches die Investoren zum Einstieg nutzen sollten. Ja, wir sind nicht mehr überkauft, das haben wir wie gesagt jetzt in den letzten 3 Wochen abgebaut, aber es wäre noch Potenzial nach unten vorhanden. Denn ja, bevor hier wieder mehr gekauft wird, das bleiben die Zinsen, das Zünglein an der Waage und letztlich ist es eben so, die Bereitschaft wirklich zu kaufen, die ist noch nicht wirklich da. Wir sehen es auch hier in den EUVAX-Sentiment-Angaben. Ja, wir sind mit minus 0,5 noch nicht wirklich, dass Investitionsbereitschaft vorhanden ist. Es ist alles noch zu undurchsichtig. Es ist neutral. Es sind auch keine Absicherungsgeschäfte, die nicht mehr getätigt werden. Also das heißt, ja, man rechnet auch nicht mehr mit großen Verkäufen in den nächsten Tagen. Aber auf der anderen Seite, man rechnet auch nicht damit, dass es jetzt wieder nach oben geht. Für Long-Spekulationen ist es noch zu früh. Also Gegenbewegung ja, aber das könnte dann eben auch nur eine Zwischenerholung sein. Man kann es natürlich erst später beurteilen, ich habe es auch gesagt. Aber die Wahrscheinlichkeit ist einfach größer, weil es das sehr typische und normale Muster ist. Und deshalb Basisszenario, das war eine erste Welle, wir haben eine Zwischenerholung, dann geht es nochmal runter. Wie gesagt, die Kursziele habe ich genannt und deshalb eher aufpassen, es handelt sich höchstwahrscheinlich um eine Bullenfalle, wenn es jetzt erstmal nach oben geht. Somit bleibt die Gesamtbewertung im DAX, im Eurostoxx 50 erst einmal neutral. Wir haben jetzt schon ein Stück der Abwärtsbewegung mitgemacht. Erholungsbewegungen sind eher dazu da, um Cash aufzubauen, denn jetzt wirklich schon in den Aktienmarkt einzukaufen. Man sollte wirklich warten, bis es hier weiter nach unten geht, denn wirklich auflösen und wirklich, dass wir sagen, wir haben jetzt ein wirklich technisch auch wieder grünes Umfeld. Dazu brauchen wir neue Allzeithochs, dazu brauchen wir wirklich den Ausbruch nach oben.
und da sind wir auch noch ein ganzes Stück weg. Ja, das wirtschaftliche Umfeld verbessert sich, aber das Sentiment gibt es momentan noch nicht her und auch die Charts sind momentan eher auf Konsolidierung und Korrektur eingestellt. Genau so eine Situation, wie in der wir uns jetzt befinden, ist es, wie es für die Privatanleger und auch für Leute, die noch nicht so viel Börsenerfahrung haben, so unglaublich schwierig macht, erfolgreich zu sein an der Börse. Denn in den Medien hörst du jetzt, ja, die Korrektur war da, jetzt geht es wieder nach oben. Experten werden vors Mikrofon gezerrt, von denen man ja glauben müsste, die müssten es besser wissen. Und die erzählen, ja, das war die Korrektur, jetzt sollten die Anleger wieder Aktien kaufen. Was aber tatsächlich ist, es ist eine Zwischenerholung auf dem Weg in eine richtige Korrektur, was es sehr, sehr, sehr wahrscheinlich ist. Die wirklich erfolgreichen Investoren, die tun das anders. Und deshalb brauchst du Hilfe von wirklich erfolgreichen Investoren. Und da habe ich hier eine Empfehlung für dich. Damit auch du mehr Erfolg an der Börse hast, melde dich für meine Newsletter an. Möchtest du kostenlose Tipps für deinen Börsenhandel? Bist du zufrieden mit der Rendite deines Börsenhandels? Möchtest du nachhaltige Gewinne an der Börse machen? Erhalte die 5 Geheimnisse erfolgreicher Investoren gratis dazu. Klicke jetzt auf den Link unter dem Video. Eine Konsolidierung um 5% im DAX, im Euro Stoxx 50, das verändert die Landschaft nicht wirklich. Das macht Aktien jetzt nicht wirklich von heute auf morgen billiger. Zumal wir ja auch, das ist die maximale Ausdehnung, davon schon wieder einiges aufgeholt haben. Also de facto sind wir jetzt so 3-4% unter dem Allzeithoch. Das verändert die Welt nicht. Also, von daher, es gilt weiterhin diese Zielzone für die Gegenbewegung. Nutze sie, um Cash aufzubauen. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir nochmal mindestens eine Etage tiefer laufen, die ist doch sehr, sehr groß. Das habe ich auch schon in dem Video letzte Woche gezeigt. Ich habe es dir hier noch einmal verlinkt. Wir müssen jetzt noch mit 3-5 Wochen rechnen, wo es noch etwas holprig an der Börse ist. Und dann sollten wir in diesen Bereich gelaufen sein, wo wir auch wirklich mal von einer richtigen Korrektur sprechen können. Sowohl im DAX als auch im Euro Stoxx 50. Anschließend rechne ich, wie schon angedeutet, im Juni bis in den Juli hinein eher mit einem Wiederanziehen der Börsen. Da dürften wir dann diese Korrektur auch zu einem großen Teil wieder aufholen. Also eine Situation, wenn wir also uns wirklich jetzt dann Richtung Mai auf den Tiefständen befinden, dass wir dann auch wieder erstmal in Aktien reingehen können. Aber Vorsicht mit angezogener Handbremse, sehr selektiv. Denn ich rechne wirklich damit, dass es in Richtung Herbst noch einmal wirklich an der Börse rumpelt und wir nochmal richtig tief gehen, weil wir einfach diese große 18-monatige Bewegung haben, die immer normalerweise durch eine ABC-Korrektur auch entsprechend dann auskorrigiert wird. Wir sind jetzt in der A-Welle, haben den ersten Teil davon. Die nächsten 3-5 Wochen schließen diesen A-Teil ab. Dann B, das ist die größere Erholung über den Juni, Juli. Und dann August bis in den Herbst hinein erwarte ich eben diese Welle C, die uns dann eben auf die genannten Kursmarken auch zurückführt. Das ist nicht schlimm, im Gegenteil, das ist nur gesund und das ist dann die Chance, um Aktien zu kaufen. Dann sind Aktien wirklich wieder günstig und dann geht es nach oben. Jetzt ist die Frage, ja, aber was könnten denn die Treiber dafür sein? Wir sehen, der Wirtschaft geht es wieder besser und so teuer sind die europäischen Aktienmärkte auch nicht. Die Zinsen in Europa werden gesenkt, aber selbst wenn sie nicht zu stark gesenkt werden, sie werden doch wieder gesenkt. Was also kann hier der Auslöser sein? Und den werden wir in Europa alleine nicht finden. Da müssen wir nach in die USA schauen. Denken, ja, da läuft für die Wirtschaft noch besser. Woher soll dort etwas passieren? Na, ganz einfach, es ist am Ende die Liquidität. Und die Liquidität, die geschaffen wurde während der Covid-Pandemie-Zeit, da werden wir aller Voraussicht nach eben in genau diese Zeit Richtung Sommer hinein, da wird die aufgebraucht sein. Da wird die US-Regierung, die ja ein Staatsdefizit von 7, 8, 9% jedes Jahr fährt jetzt, und das in solchen Zeiten, die werden sie aufgebraucht haben. Das ist ausgegeben, das Geld. Und gleichzeitig, wir sind aber noch in QT. Das heißt, die Federal Reserve, auch die EZB, verringern nach wie vor die Geldmenge. Dass das irgendwann knallen muss, das ist relativ klar. Man kann das sich anschauen, wenn man wirklich die zentralen Aspekte sich anschaut, wo diese Liquidität wirklich noch übrig ist, dann sieht man, das wird in den nächsten wahrscheinlich 3-4 Monaten dann irgendwann quasi wie so ein Kolben sein, der trocken läuft und dann wird es etwas ungemütlich und das sollte dann auch diesen
diesen Rücksetzer an der Börse auslösen mit eben der technischen Rezession in den USA. Ich habe das auch schon in dem US-Video von letzter Woche ausführlicher beschrieben. Auch hier nochmal der Link dazu. Und dann wird sich Europa dem nicht entziehen können. Die Folge wird sein, QT wird vorbei sein irgendwann im Herbst. Im Gegenteil, es wird wieder QE geben. In USA, aber auch in Europa. Denn Europa wird sich davon nicht abkoppeln können. Die Zinsen werden dann massiv gesenkt werden auf beiden Seiten des Atlantiks. Die Märkte mit Liquidität geflutet. Und drum sage ich, bau Cash auf. Selbst wenn du diese letzten paar Punkte, die es vielleicht nochmal nach oben geht, weil das unwahrscheinliche Szenario eintritt, dass wir jetzt nochmal ein neues Allzeithoch sehen. Vielleicht, dass du diese größere Erholungsbewegung im Juni, Juli nicht voll mitmachen kannst. Das spielt keine Rolle. Lieber weniger mitnehmen. Und du hast Cash im Herbst, wenn der Markt unten ist. Denn wenn dann die Märkte mit Liquidität geflutet werden, dann werden wir Allzeithoch sehen, von denen wir heute nur träumen können. Da werden wir im DAX weit über 20.000 Punkte laufen, auf Sicht der nächsten 2 bis 3 Jahre. Und das musst du am Tiefpunkt mitnehmen können. Und dafür brauchst du Cash. Deswegen, du verpasst, bis wir da unten sind, wenig bis nichts an der Börse. Lieber Cash aufbauen, lieber mal an die Seitenlinie stellen. Aber wenn du dann zuschlagen kannst und richtig einkaufen kannst, wenn wir wirklich unten sind, dann gehörst du in den nächsten 2 bis 3 Jahren zu den Gewinnern. Und das möchte ich, dass du verstehst. Und da musst du über den Tellerrand hinausblicken. Und dabei begleite ich dich sehr, sehr gerne. Damit wünsche ich dir jetzt alles Gute für diese Börsenwoche, eine erfolgreiche Börsenwoche und bis zum nächsten Mal. Dein Christian.